Was vor 2 Jahren noch mit Kleingeld aus der Hosentasche zu bezahlen war, ist zu einer teuren Mahlzeit geworden. Die Preistafeln der Imbisse und Restaurants haben sich in den letzten 2 Jahren häufiger verändert als viele Speisekarten. Der Alltagssnack wird zum Luxusgut. Müslim Isik betreibt seit 3 Jahren einen Dönerimbiss im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Um das Geschäft am Laufen zu halten, arbeitet der Familienvater bis zu 14 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Preise sind bei ihm trotz der staatlichen Energiepreisbremse nicht gesunken. Hallo Müslim. Hallo Matthias. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Dankeschön, dass du gekommen bist. Warum kannst du die Ersparnis nicht an deine Kunden weitergeben? Die ganzen Zulieferer, die haben mit den ganzen Preiserhöhungen alles in die Luft geschossen und keiner geht mit dem Preis runter. Ja, ich muss erst mal sehen, dass die ganzen Zulieferer mit den Preisen runtergehen, damit ich auch langsam was machen kann. Aber nutzen die Großhändler die Situation gerade ein bisschen aus? Das ja, aber so. Wie? Die haben die Preise an uns nicht weitergegeben. Und solange das so bleibt, kann der Döner nicht günstiger werden, denn es geht um seine Existenz. Seit der Preiserhöhung sinken die Einnahmen. Früher waren das über 100 Döner, die man am Tag verkauft hat, und heute sind das die Hälfte, nur noch 50. Schuld ist der hohe Preis. Der liegt in Berlin bei 6 bis 7 Euro. In Frankfurt oder München im Schnitt sogar bei knapp 8 Euro pro Döner. Die Preiserhöhung war für Müslim hart, aber unausweichlich. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt und habe erstmal selbst Einbußen getragen. Selbst in meinem Gehalt Einbußen getragen, weniger verdient und versucht, mit weniger auszukommen. Und irgendwann ging es nicht mehr, irgendwann musste man drauflegen. Ich habe versucht, überall zu sparen. Versuche ich immer noch. Ich spare immer noch überall, wo ich kann. Wir mussten die Preise erhöhen, um selbst zu überleben, selbst hier zu stehen. Anders geht es leider nicht. Neben den Kostensteigerungen für die Rohstoffe machen sich auch die Nebenkosten extrem bemerkbar. Die Dönerspieße drehen sich bei ihm 14 Stunden am Tag. Seine Abrechnungen für Strom und Gas explodieren. Wir hatten eine Gasrechnung vom Frühjahr etwa um die 500, 600 Euro. Auf einmal waren das über 2200 Euro, die da angefordert wurden. Bei Stromrechnung waren das vorher 900 Euro, auf einmal waren das 1700 Euro, die da angefordert wurden. Da musste ich auch Personal entlassen. Wo ich früher 8 Stunden am Tag hier stand oder vielleicht mal 9 Stunden am Tag, stehe ich jetzt 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden am Tag hier hinterm Tresen. Hast du eigentlich auch mal Angst oder kannst schlecht einschlafen, weil du darüber nachdenkst, wie lange geht das hier eigentlich noch gut für mich? Man denkt, wie lange mache ich das gesundheitlich mit? Diese extreme Belastung. Hört irgendwann die Gesundheit auf. Und wenn die Gesundheit aufhört, ich hatte schon einen Schlaganfall, Hälfte des Gesichts ist schon gelähmt. Und wenn der nächste kommt, ob ich da noch stehen kann oder was machen kann, ist fragwürdig. Ein gefährliches Spiel mit der Gesundheit aus der Not. Jeden Tag am Limit, jeden Tag Existenzängste. Doch wofür? Wie viel Gewinn steckt in einem Döner für 6 Euro? Das Fleisch für einen Döner kostet 1,33 Euro. Das Brot 25 Cent. Die Soßen 15 Cent. Alle Salate kommen zusammen auf 40 Cent. Hinzu kommen die Kosten für Strom in Höhe von 60 und Gas von 67 Cent. Die Personal- und Mietkosten betragen 1,07 Euro pro Döner und alle sonstigen Kosten liegen bei 50 Cent. Macht insgesamt 4,97 Euro. Bei einem Verkaufspreis von 6 Euro bleibt abzüglich aller Kosten 1 Euro Gewinn über. Reicht das? Nein. Überlegen wir mal, 50 Döner am Tag verkauft, sind das 50 Euro Gewinn. Beim Döner verdient man wirklich fast nichts. Ich müsste eigentlich einen Döner für 8 Euro verkaufen, damit ich so leben kann wie vor 3 Jahren. Und das kann man aber niemandem zumuten. Müslim Isik, ein Gastronom, der offenlegt, wie hart das Geschäft geworden ist. Wie lange der Preiskampf noch anhält, ist für alle ungewiss. Auch wenn es gerade zum Überleben reicht, für die Zukunft wünschen sich alle wieder günstigere Zeiten.
mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.